heutzutage nicht mehr durch die Tür kommt, wenn die Tür aufgeht. Kommt drauf an. Wenn man keinen Spion hat, nicht, nee. Ja, man nimmt ja Leute, die die Popstars nachstellen, die also denen richtig nachstellen, die telefonisch und brieflich sonst wie belässt, die nennt man Stalker. Und du bist ja ein bisschen in dieser schwierigen Situation eine Zeit lang gewesen. Inwieweit beeinträchtigt das das eigene Leben eigentlich? Also ich bin allgemein so, dass ich mich von sowas nicht terrorisieren lasse. Aber natürlich ist da natürlich was passiert, weil man hört auf jedes Geräusch und es ist einfach unangenehm, es ist einfach scheiße unangenehm. Lass uns von was Erfreulichem reden. Viele sind jetzt nicht genau sicher, bist du jetzt eine Popsängerin oder bist du eine Rocklady auf der Bühne, die richtig abgeht? Wie siehst du dich selber? Ich bin so, wie ich bin. Also man hört es ja auch auf meinem Album. Ich schreibe halt komplett nach meinen Gefühlen und nach meinen Emotionen. Und das ist halt nicht immer Rocking on Heaven's Floor. Es ist auch manchmal Himalaya oder Seven Nights oder Telling You Goodbye. Aber es ist dann eben auch mal wieder Bad Girl oder weiß ich, was auch immer. Also es ist einfach eine Gefühlssache. Insofern glaube ich, bin ich da ein Zwitter. Come on! Hey! Feel okay, 'cause we are being